Ich bin heute im Carlo 615 und habe mir wieder mal einen Gesprächspartner, diesmal eine Gesprächspartnerin, eingeladen. Saskia Oettinghaus, Turmspringerin oder Wasserspringerin. Herzlich willkommen. Danke. Die Olympischen Spiele, das heißt Olympia in Tokio, ist Geschichte. Aber du wärst fast beinahe dabei gewesen. Warum bist du nicht dabei gewesen? Naja, also beim Wasserspringen ist es so, dass man sich immer Quotenplätze erspringen muss. Und das war Anfang des Jahres beim Weltcup. Und ja, dafür muss man dann unter die ersten 18 kommen, oder ins Halbfinale kommen, um dann eben diese Quotenplätze zu holen. Und das ist mir nicht gelungen. 2019 bist du extra nach Dresden gewechselt und trotzdem sollte es nicht sein. War es ein guter Schritt für dich, dorthin zu gehen, also von Rostock nach Dresden? Ja, absolut. Also ich bin super zufrieden mit dem Schritt, dass ich den gegangen bin. Sowohl privat als auch vor allem im Training habe ich große Fortschritte gemacht. Und auch wenn es jetzt nicht gereicht hat, bin ich mir sicher, dass das in Zukunft noch weiter vorangeht. Also ich finde schon, dass der Schritt richtig war. Über die Zukunft reden wir gleich. Gehen wir nochmal einen Schritt zurück zu deinen Anfängen. Turm oder Wasserspringen ist ja jetzt, sag ich mal, nicht ohne. Man steht auf dem 3-Meter-Brett und denkt, um Gottes Willen. So, nun stelle ich mir die kleine Saskia vor. Wie kommt man zum Wasser- oder Turmspringen? Ja, ich war damals 6 Jahre alt, noch nicht in der Schule und habe Schwimmen gelernt. Und dann wurde ich gesichtet und eingeladen von meinem damaligen Trainer, dem Lothar Schwarz, zum Probetraining. Und ja, dann bin ich da hingegangen und dann fand ich das so cool, dass ich unbedingt da bleiben wollte. Und dann habe ich in der ersten Klasse quasi mit Wasserspringen angefangen. Für mich ist es so, es gehört ein großer Respekt davor. Also ich stehe, wie gesagt, oben auf dem 3-Meter-Turm und denke schon, um Gottes Willen, du machst es ja täglich mehrfach. Hast du immer noch, ich sag mal, Angst ist vielleicht das falsche Wort, aber Respekt auch immer noch vor dem Wasser? Naja, das kommt meiner Meinung nach ganz drauf an, wo man steht. Auf 1 Meter und 3 Meter natürlich nicht. Auf 10 Meter ist das schon ein bisschen was anderes. Da überlege ich mir dreimal, ob ich da wirklich runterspringe. Aber im Endeffekt ist das Ergebnis immer das Ja. Natürlich springe ich da runter. Ja, aber Respekt, ja, habe ich, aber Angst habe ich nicht. Was ist deine Paradedisziplin? 3 Meter? Genau, das 3-Meter-Brett. Und da haben wir bei Olympia ja die Bronzemedaille geholt. Das hättest du sein können. Ja. Sollte aber leider nicht sein. Also hast du das Springen verfolgt der Damen? Ja, ja, natürlich. Guckt man sozusagen auch, was die nicht Konkurrenz macht, aber... Ja, also in dem Moment springt da ja Team Deutschland. Und dann freue ich mich natürlich, egal wer da springt. Und ich gucke mir auch jeden Wettkampf an. Auch wenn es jetzt nicht meine Paradedisziplin ist, gucke ich mir trotzdem die 10-Meter-Damen und auch die Herren gucke ich mir alles an. Weil irgendwie interessiert mich das schon. In 3 Jahren, also nicht in 4 Jahren, sondern in 3 Jahren, ist ja schon wieder Olympia und die Olympischen Spiele. Bereitest du dich jetzt quasi darauf vor? Möchtest du daran teilnehmen? Wahrscheinlich ja. Ja, klar. Alles andere wäre jetzt auch falsch. Ne? Wie bereitest du dich darauf vor? Ja, naja, viel ändern wird sich nicht, denke ich mal, zu den anderen Jahren. Ich werde mich einfach weiterhin viel und fokussiert am Training beteiligen und ja, dann noch intensiver und konzentrierter daran arbeiten, dass die Sprünge perfekter werden. Was sind die nächsten Highlights für dich? Also außer jetzt natürlich dann Olympische Spiele. Was sind so die nächsten Schritte? Naja, also beim Wasserspringen gibt es jetzt nächstes Jahr wieder eine Weltmeisterschaft und eine Europameisterschaft. Und dann im kommenden Jahr, also 2023, gibt es auch wieder eine Weltmeisterschaft. Ja, und dann muss ich halt mich so gut präsentieren, dass ich für Deutschland da starten darf. Und dann, das wäre auf jeden Fall die Zielgerade für die Olympischen Spiele. Und alle Zwischenwettkämpfe, die da noch dazwischen kommen, das steht alles noch nicht fest. Das ist ja, hängt jetzt auch ein bisschen von Corona und den ganzen Bedingungen ab. Leider immer wieder Corona. Aber ich wünsche dir auf jeden Fall für die Zukunft, also für deine Zukunft, alles, alles Gute. Bleib gesund und munter, wie du hier so dich präsentiert hast. Und dann sehen wir uns in 3 Jahren und hoffentlich auf dem Treppchen bei den Olympischen Spielen. Ja, danke. Danke fürs Interview. Saskia Oettinghaus.